Willkommen im Raum Happen zur ersten Session beim Digital Social Summit 2022 mit dem Titel Wie notwendig sind Veränderungen? Mein Name ist Anne Hoppe, ich arbeite für die Stiftung Bürgermut und bin hier mit meiner Kollegin Janina. Und wir sind beide heute vom Team des Digital Social Summits da. Jetzt würde ich aber sagen, übergebe ich an unseren Referenten Dr. Mike Weber vom Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme, der mit uns eine kleine Gruppenarbeit vorhat zum Thema, wie notwendig sind Veränderungen. Viel Spaß. Ja, vielen Dank und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Der Hinweis auf die Folien ist ein ganz besonders wichtiger bei der Zusammenstellung. Sind mir ein paar viele Zahlen reingerutscht. Ich hoffe, es ist nicht so abschreckend. Aber auf die Zahlen kommt es mir gar nicht an, sondern es geht mir um was ganz anderes. Deswegen bei Bedarf könnt ihr die Zahlen dann gerne im Nachgang nochmal ein bisschen genauer angucken. Worum es mir geht, wir arbeiten am Kompetenzzentrum öffentlicher IT bei Fraunhofer Focus, Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme, so an der Grenze zwischen Digitalisierung von Gesellschaft und Staat mit stärkem Fokus auf den Staat. Dementsprechend haben wir uns in der letzten Zeit sehr intensiv mit Änderungen durch Corona den Digitalisierungsschub in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Und meine Idee war, was können wir denn vielleicht mitnehmen davon? Was können wir in der Zivilgesellschaft davon lernen oder zumindest mal drauf gucken und sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? So war die ursprüngliche Intention und damit starte ich dann mal meine kleine Präsentation, wo diese Grundidee auch nochmal dargestellt ist. Was dann passiert ist, es ist ja auch ein dynamischer Prozess, seitdem ich die auf den Call geantwortet habe, war eine kleine Änderung in der Zuspitzung dieses Themas, also die Großüberschrift, wie notwendig sind Veränderungen. Da dachte ich, dann brauchen wir doch, oder dann reicht es ja vielleicht gar nicht so sehr auf die Veränderungen im öffentlichen Sektor, in der öffentlichen Verwaltung zu gucken, sondern dann gucken wir doch mal ein bisschen breiter. Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, wie notwendig sind diese Veränderungen und welche Veränderungen und welche wollen wir und welche werden sich vielleicht möglicherweise einstellen, dann versuche ich doch mal so etwas Ähnliches wie eine Checkliste aufzustellen, die anhand von 5 Fragen, die es ermöglichen sollen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und das Ganze vor dem Hintergrund von empirischen Erhebungen. Meine Leitfragen, die mich hier, an denen ich mich erstmal orientieren werde, seht ihr hier. Also was hat sich überhaupt verändert? Dieses Postulat der dramatischen Veränderung, was ist da wirklich strukturell anders geworden? Wie ist der Stand des digitalen Ehrenamtes, des digitalen Engagements? Wie könnte es sich weiterentwickeln? Was sagen die Zahlen dazu? Wie hat sich Arbeit, und dann kommt der Vergleich zur öffentlichen Verwaltung nochmal sehr viel intensiver, wie hat sich öffentliche Verwaltung, die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung verändert? Was hat sich da für organisationale Veränderungen ergeben? Und dann, wenn wir die Zeit haben, ich husche ganz schnell durch die Zahlen, wie schon gesagt, die Zahlen stehen gar nicht im Zentrum, auch wenn es so schrecklich viele sind, dann würde ich ganz gerne, ich glaube, wir sind hinreichend viele Leute in kleinen Gruppen, einmal ganz kurz testen, funktioniert das, was ich mir da überlegt habe, oder ist das alles Quatsch, können wir das wegschmeißen? Und das ist so die Kernfrage, die mich umtreibt. Ein kurzer Blick auf die 5 Quellen, die ich daran ziehe, einmal der Deutschlandindex der Digitalisierung, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich doch hier irgendwie einen Pointer anmachen kann, damit das ein bisschen besser nachvollziehbar ist. Eine umfassende regionalisierte Untersuchung zu Digitalisierung in Deutschland. Eine noch nicht veröffentlichte Umfrage. Die Ergebnisse präsentiere ich hier gerade das erste Mal. Und 3 Studien mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Veränderung in der öffentlichen Verwaltung. Mal gucken, wie ich weiter schon klicken kann. Okay, erste Leitfrage, die mich antreibt. Was hat sich strukturell verändert? Und um den ursprünglichen Aufhänger mitzunehmen, was lässt sich vielleicht von der Verwaltung lernen? Wie schon gesagt, wir hören immer wieder, Corona hat alles verändert, einen riesen Digitalisierungsschub ausgelöst, egal in welche Richtung man guckt, das ist der Datendurchsatz, sind es die erwarteten Veränderungen durch die Pandemie, ist es die Nutzung von digitalen Geräten in der Wirtschaft und so weiter und so weiter. Wenn man dann ein bisschen genauer reinguckt und hier
Ihr seht, ich mische die unterschiedlichen Quellen. Hier mal ein Auszug aus dem Deutschlandindex. Wenn man dann genauer reinguckt, sieht man in der Tat enorme Nutzungsgewohnheiten hier am Beispiel vom Videostreaming. Als Beispiel, weil es besonders breitbandintensiv ist. Wenn ihr euch wundert, dass diese Deutschlandkarte ein bisschen anders aussieht, das sind nicht die Flächen der Bundesländer, sondern das sind die Bevölkerungsanteile, die dann hier entsprechend gespiegelt werden in der Fläche. Und wir sehen Videostreaming, mindestens die Hälfte in den einzelnen Bundesländern nutzt dieses intensiv. Bei anderen Sachen sieht es etwas anders aus. Online-Shopping. Auch da sehen wir eine deutliche Steigerung. Alles grün, hier mal die Veränderung und nicht den Stand. Eine deutliche Steigerung, je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Aber wir sehen hier eine kontinuierliche Entwicklung über die Zeit. Da ist überhaupt kein Corona-Schub. Oder zumindest kein deutlicher. Um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Nach dieser Frage, wo es darum geht, wer nutzt überhaupt Online-Shopping? Die nächste Abbildung, jetzt mal eine Nutzungsintensität von Online-Shopping, also wie häufig wird es genutzt? Und noch eine zweite Ergänzung hierzu, nicht nur zu einem Zeitpunkt, sondern befragt, wie war es vor Corona, wie ist es während Corona und wie ist es nach Corona? Das sieht man in diesem kleinen Flussdiagramm, das jetzt noch häufiger kommt, dem ich euch noch ein bisschen quälen möchte. Also, wir haben hier vor Corona, also die meisten nutzen es, allerdings die meisten auch nur mehrmals im Jahr. Haben dann eine deutliche Intensivierung während Corona und jetzt die Erwartung, was wird danach sein, wann auch immer das ist, wieder eine Rückkehr, mehr oder minder eine Rückkehr zu alten Gewohnheiten. Also eine relativ geringe Nutzung und eine Steigerung der Nutzungsintensität. Die nächste Folie husche ich jetzt ganz schnell hinweg. Nur um die Anknüpfung zur Verwaltung nochmal zu bringen. In der Verwaltung hat sich tatsächlich auch einiges verändert. Ist nicht so wichtig. Ein ganz anderes Muster sehen wir hier bei digitaler Kultur. Nutzung von digitalen Kulturangeboten hat sich auf niedrigem Niveau deutlich gesteigert in der Corona-Zeit. Und die Erwartung ist, dass es auch in Zukunft noch intensiver als während Corona genutzt wird. Und daraus aus diesen Zahlen ein paar Takeaways und mein erster Versuch, die grundsätzliche Frage zu stellen, wie notwendig Veränderungen sind. Also wir haben so etwas wie konvergierende Lebensverhältnisse, das sieht man, es wird alles irgendwie ein bisschen gleichmäßiger digital. Wir haben enorme Corona-Effekte in einigen Bereichen, in anderen allerdings keine Strukturveränderungen. Deswegen die erste Frage, hat sich mein Umfeld strukturell verändert? Gibt es da etwas, was ich besonders beachten muss? Zweiter Punkt, Stand des digitalen Engagements. Auch dazu eine Aufhängerfolie erstmal, was uns in der Erstellung des Deutschlandindexes ein bisschen schockiert hatte, war, wir haben als einen Indikator, ein sehr schwacher, ich gebe es zu, die Anzahl der Wikipedia-Artikel zu den bestimmten Bundesländern in der Erhebung und haben da dann gesehen, ups, denkt man doch, Corona, haben alle Zeit, können Sie doch nochmal mehr Artikel schreiben. Da haben wir eher einen Rückgang beobachtet innerhalb der Bevölkerung. Da haben wir dann nochmal ein bisschen geguckt und noch andere Daten hinzugefügt, ganz, ganz schnell, nur um so einen Eindruck zu kriegen von rein digitalen Engagementformen. Diesmal nicht die Artikel, die erschienen sind, sondern die Bevölkerungsanteile, die sich als Autorinnen und Autoren bei Wikipedia engagieren. Und da sehen wir Bevölkerungsanteile von 0,5 bis immerhin satte 5%. Bei der Erstellung von offenen Lehrmaterialien von 2 bis 7%. Bei politischen Aktivitäten, Online-Petitionen von 20 bis fast 40%. Hashtag-Bewegungen ein bisschen geringer von 2 bis 13%. Und dann auch das Kerngeschäft ist digitaler geht es kaum, Open Source Softwareentwicklung von 0,1 bis über 5% und Nutzung von Fablabs auch in etwa in dem Bereich. Fragen, die sich daraus ergeben oder Takeaways, die man davon vielleicht mitnehmen kann. Die Daten geben Hinweise auf die Konstanz im digitalen Ehrenamt.
auch wenn wir da keine Veränderungsbewegungen haben, aber sieht so aus, als wäre es auf, wie ich finde, erstaunlichem Niveau, konstant mit deutlichen regionalen Unterschieden. Daraus die zweite Frage, die ich gerne diskutieren würde oder die ich gerne testen würde, ob sie was taugt. Hat sich die Form meines Engagements verändert? Muss ich vielleicht ganz anders rangehen, um meine Ziele zu erfüllen? Der dritte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, wie könnte sich das Engagement weiterentwickeln auf Basis der Daten, die wir da in unserer Befragung erhoben haben? Also nicht kann es sich inhaltlich weiterentwickeln, sondern wie sieht es überhaupt mit dem Engagement in der Bevölkerung aus? Hier wieder zwei Veränderungsgrafiken, auf die ich gerne etwas intensiver eingehen möchte. Also wir haben hier wieder den Stand, die Nutzungshäufigkeit. Wie häufig engagieren Sie sich? Ja, schwierige Frage, aber schien leicht beantwortbar zu sein. Hier halt etwa die Hälfte der Bevölkerung engagiert sich in unterschiedlicher Intensität. Das, was wir dann während Corona beobachten können, ist ein dramatischer Rückgang bei vielen. Ich denke, das ist auch das, was viele bestätigen können und was viele beobachtet haben. Aber auch sehr viele Leute, die dazugekommen sind, die neu dazugekommen sind. Und wenn es jetzt um die Erwartungen geht, wie es da weitergeht, ist es nur teilweise eine Rückkehr zu alten Gewohnheiten, sondern die Neuen, die dazugekommen sind, engagieren sich, also ein paar kommen zurück und ein paar von den Neuen, die dazugekommen sind, engagieren sich weiter. Vielleicht ein etwas alarmierendes Zeichen hier, das Niveau des Engagements für die geplante Nach-Corona-Zeit ist ein bisschen niedriger als das vor Corona. Wenn man jetzt die Engagierten fragt, wie denn ihre Nutzung von digitalen Tools sich entwickeln wird, also wie häufig erwarten sie, dass sie digitale Tools verwenden werden, sieht man natürlich hier eine enorme Zunahme während Corona, das ist vollkommen klar. Und danach dann einige, die es nicht mehr benutzen, andere, die es weiter benutzen werden, genauso intensiv. Also so ein bisschen eine Zweiteilung dieser Welt. Daraus ein paar Takeaways und die dritte Frage, die ich mitgebracht habe. Also wir haben einen deutlichen Rückgang während der Corona-Zeit, was natürlich auch je nach Engagementform und Engagementziel sich fast logisch ergibt. Wir haben möglicherweise keine Rückkehr zum Status quo, aber wir haben eine anhaltend hohe Bedeutung der Nutzung digitaler Tools, möglicherweise durch andere Engagierte, als das vorher der Fall war. Daraus die Frage, die Checkfrage, die ich mitgebracht habe, können digitale Instrumente mein Engagement stärken. Vierter Bereich, der Vergleich zur Verwaltung wird jetzt immer bedeutsamer und damit auch gleich dann andere Datenquellen. Das bekannteste Merkmal, über das sicherlich viel geredet worden ist und das auch immer wieder in den Medien war, ist die Nutzung von Homeoffice. Hier sehen wir auch über die Bundesrepublik verteilt sehr hohe Nutzungsraten, die wir da haben. Wenn wir das auf die Verwaltung beziehen, dann hier mal eine andere Datenquelle, die ich herangezogen habe, sieht man hier eine deutliche Zweiteilung. Einerseits, also die Hälfte arbeitet vorwiegend zu Hause, die Hälfte arbeitet vorwiegend im Büro. Und mit dem Wechsel des Arbeitsortes hat sich auch die Art der Arbeit verändert. Also wir haben gerade die zu Hause gearbeitet haben, haben höhere Veränderungen in ihrer alltäglichen Arbeit erfahren, als die, die weiter ins Büro gegangen sind. Also sowohl vom Ort als auch vom Inhalt eine deutliche Zweiteilung. Hier nur die Anmerkung, dass dieses Bild des breiten Homeoffice hat sich in der öffentlichen Verwaltung auch weiter bestätigt. Also mehrheitlich im Homeoffice, auch im Jahresvergleich. Der nächste Schritt, der jetzt passiert ist, daraus entstehen dann natürlich auch neue Anforderungen an Flexibilität von Arbeits,
Umfeld von örtlicher und zeitlicher Flexibilisierung. Hier mal symbolisch abgetragen als Wunsch, wie viele Tage möchten Sie denn in Zukunft zu Hause arbeiten? Wir sehen hier sehr hohe Werte. Die meisten wollen 4 Tage zu Hause bleiben und nur einen Tag ins Büro oder wo auch immer hin. Und der nächste Schritt, Sie erwarten es auch. Die Erwartungen sind genauso hoch. Also voraussichtlich Strukturveränderungen in diesem Bereich. Kleine Fußnote, bevor ich dann wieder zu den Ergebnissen komme. Wenn man dann guckt, was sich an den Tools tatsächlich geändert hat, sind es die Videokonferenzsysteme. Aber da brauchen wir nicht drauf eingehen. Also, wir haben dramatische Unterschiede in einigen Bereichen, wo sich nichts geändert hat, in einigen Bereichen, wo sich dramatisch viel verändert hat. Insgesamt dabei aber eine Zunahme von Homeoffice und die Erwartung einer dauerhaften Veränderung. Die vierte Frage, die ich daraus ableiten möchte, ist, kann örtliche und zeitliche Flexibilität mein Engagement stärken? Fünfter Punkt, die Organisation. Auch da wieder der Vergleich zur öffentlichen Verwaltung. Einmal, öffentliche Verwaltung steht ja nicht gerade im Ruf, besonders innovationsfreundlich zu sein. Nach diesen Ergebnissen sieht das ganz anders aus. Wir haben einmal gefragt nach der Offenheit gegenüber organisationalen Veränderungen, die hier von 2/3 als sehr offen bezeichnet worden ist. Also sie selbst verstehen sich als sehr offen gegenüber Veränderungen. Und 2/3 sehen sich als starke oder sehr starke Treiber für die Veränderungen in der eigenen Organisation. Also eine enorme Organisationsoffenheit, eine enorme Veränderungsoffenheit, Innovationsoffenheit, ja. Wenn man dann nach den Veränderungen, den erlebten Veränderungen innerhalb der Corona-Zeit fragt, dann sind insbesondere Selbstorganisationen stärker geworden, auch im Zeitverlauf. Stärkung der Autonomie und Eigenverantwortung sind stärker geworden. Was tendenziell eher wieder rückläufig ist, ist Innovationsoffenheit und schnelle Entscheidungen. Ja, gibt es wohl wieder einen Backstash. Genau das sind auch die Sachen, die wir in einer anderen Erhebung als motivierend oder frustrierend beobachtet haben. Also auf der motivierenden Seite die Wahrnehmung der eigenen Leistung, der Sinn und Zweck der Arbeit, selbstbestimmtes Arbeiten. Auf der Negativseite, auf der frustrierenden Seite Beharrung, Stagnation und auch organisationale Aspekte wie Geringschätzung, Fremdbestimmung und Abhängigkeiten. So, das war die letzte Zahl, die ich euch mitgebracht habe. Und nochmal kurz die Zusammenfassung und die fünfte Frage, die daraus ergibt. Also, in der öffentlichen Verwaltung kann man eine hohe Veränderungsbereitschaft beobachten, ein sehr positives Erleben der Selbstwirksamkeit und der Gestaltungsfreiheit, aber auch auf der anderen Seite langsam sicher Anzeichen von Frustration angesichts stockender Veränderungen. Daraus die fünfte Frage, die fünfte und letzte Frage, die ich mitgebracht habe für meinen kleinen Versuch einer Checkliste. Wie viel Veränderung und Innovation? Und wie verträgt es und wie viel braucht es mein Engagement? So, damit habe ich jetzt versucht, mit Zahlen gestützt, diese kleine Checkliste zu erstellen. Und würde jetzt natürlich, wenn es Fragen gibt, dann immer her damit. Sonst würde ich jetzt versuchen. Wie viel sind wir denn? Wir sind insgesamt 13 Teilnehmende und 3er-Gruppen, wenn du die machen möchtest, wären gut möglich. Super, dann machen wir das auch. Ich habe ein kleines Conceptboard vorbereitet, wo sich genau diese Aspekte hier nochmal wiederfinden. Also die 5 Leitfragen. Und wenn wir uns in 3 Gruppen, 1, 2, 3 hoffentlich, aufteilen, seid ihr herzlich eingeladen, hier mal zu gucken. Funktioniert das? Nehmt euch eine Organisation, eine spezifische Engagementform, mal zu gucken, bringt mich das irgendwie weiter, wenn ich mir diese Fragen stelle? Vielleicht auch schon versuchen, diese Fragen zu beantworten und gerne auch schon Kommentare zur Sinnhaftigkeit hinten einfügen.